Geh doch einfach runter zur Wasserstelle, Shorty. Da kannst du mit Littlefoots Freunden spielen. Ja, na schön. Ich wette, ich kann Littlefoots Freunden beweisen, dass ich bereit bin, ein Anführer zu sein. Littlefoots Freunde hatten wie immer ihren Spaß im Wasser. Petri saß auf einem Ast und sah ihnen beim Herumplanschen zu. Alle hergesät, da kommen Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. Shorty möchte gern mit euch spielen, während Littlefoot mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Komm, mach mit, Shorty. Wir spielen gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin, möchte ich gern den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding? Den großen Steinübergang? Ja, Littlefoot hat mir davon erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser rüber. Ich kann's kaum erwarten, da entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer. Ja, und Littlefoot hat gesagt, dass ihr ganz verrückt nach Abenteuern seid. Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das schärfste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Du weit weg, mein Mami sagt. Ist gar nicht wahr. Los mir nach, ich bring euch hin. Dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir. Komm, das wird Spaß machen. Na los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Naja, weil ich die große Langhalsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Claro, Klärchen, das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's da lang. Das wusste ich. Ich wollte nur erst noch einen Schluck trinken. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den Steinübergang zu finden. Na und? Wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Aber ich möchte auch gern den großen Steinübergang sehen. Also, schön von mir aus.